Die Fontänenuhr heißt so, weil sie tatsächlich eine Fontäne nachbildet, nur eben eine Fontäne mit Cäsiumatomen und nicht mit Wasser, wie man das üblicherweise kennt. Wir haben also einen gewissen Vakuumbehälter, in dem werden Atome gesammelt mit Hilfe von Laserstrahlen. Dann werden die Atome beschleunigt und fliegen dann wie jeder andere Gegenstand, den man vertikal beschleunigt, mit der Anfangsgeschwindigkeit los, werden immer langsamer und fallen dann wieder herunter. Und das ist genau der Vorgang, den man in einer Wasserfontäne hat, nur wir haben diesen Vorgang eben mit Cäsiumatomen. Die Fontänenuhren sind eine Weiterentwicklung der klassischen Atomuhren, die mit sehr schnellen Atomen arbeiten. Typischerweise haben die Atome in einer klassischen Atomuhr Geschwindigkeiten von 100, 200 Meter pro Sekunde. Und in der Fontänenuhr arbeiten wir mit lasergekühlten Atomen. Das heißt, die haben zu Beginn nur noch eine Relativgeschwindigkeit von einem Zentimeter pro Sekunde. Und wir beschleunigen sie dann auf 4 Meter pro Sekunde, sodass sie dann immer langsamer werdend bei ihrem Aufstieg durch einen Mikrowellenresonator fliegen, sodass man mehr Zeit hat, die Atome mit der Mikrowelle zu bestrahlen. Wir können das sehr gut abschätzen. Es ist aber immer eine Wolke von Atomen. Und die typischen Atomzahlen, die wir hier so haben, sind so im Bereich 10 Millionen Atome pro Schuss. Also wir machen ungefähr jede Sekunde, sammeln wir Atome, ungefähr 10 Millionen und schießen dann diese 10 Millionen Atome hoch in unserer Fontänenuhr. Der Bereich, in dem sich das Cäsium zunächst befindet, liegt hier unten. Das ist sozusagen unser Cäsiumofen. Das heißt, hier haben wir eine Glasampulle mit 3 Gramm Cäsium damals eingesetzt. Und diese Glasampulle, die wurde dann im Vakuum zerbrochen, sodass das Cäsium freigesetzt wurde. Das gibt Abschätzungen darüber, dass diese 3 Gramm für 30, 40 Jahre halten sollten. Ja, das ist etwas schwierig zu sagen. Man kann vielleicht sagen, von den ersten Anfängen bis zur ersten grundsätzlichen Funktion hat es ungefähr 4, 5 Jahre gedauert. Das Ganze ist aber ein fortwährender Entwicklungs- und Verbesserungsprozess, sodass wir heute, also fast 20 Jahre, nachdem wir mit dieser Uhr begonnen haben, immer noch Verbesserungen einbauen, immer noch Untersuchungen machen, um die Uhr besser zu verstehen und um ihre Genauigkeit noch weiter zu erhöhen. Also wenn wir sagen Uhr, dann ist das etwas beschönigend. Im Grunde genommen ist so eine Fontänenuhr zunächst mal ein Frequenzstandard. Das heißt, die Fontänenuhr gibt uns als Ausgangssignal Sekundenpulse oder ja, eine Frequenz von 1 Hertz. Aber es ist sozusagen kein Zeiger dran. Wir können nicht direkt die Uhr ablegen. Wir bekommen nur sehr genaue Sekundenpulse. Ja, zunächst mal wird er hier intern produziert und genutzt. Das heißt, wir nehmen diese Sekundenpulse, um eine Zeitskala daraus zu erzeugen. Und diese wird dann nach außen verteilt. Das ist die gesetzliche Zeit in Deutschland. Außerdem nehmen wir diese Ausgangsfrequenz dieser Uhr, um auch die internationale Zeit mit zu kontrollieren, mit einigen wenigen anderen solcher Uhren, die in anderen Ländern stehen, wie in Frankreich, Italien, England oder den USA. Das ist der Vakuumaufbau unserer Fontänenuhr, ungefähr 1 Quadratmeter Grundfläche, knapp 4 Meter hoch, mit einer großen Vakuumpumpe an der Spitze. Wir haben hier den unteren Bereich, wo die Atome gesammelt werden. Und zwar geschieht das in dieser metallischen Kugel, in der sich Cäsiumdampf befindet, ein Cäsiumgas. Und die sehr schnellen Atome in diesem Cäsiumgas werden sehr stark abgebremst, wenn sie durch den Kreuzungspunkt von 6 Laserstrahlen geraten. Diese Laserstrahlen kommen entlang dieser metallischen Stutzen, die man hier sieht, auch hier von oben. Und in dem Kreuzungspunkt sammelt sich dann eine Wolke von Cäsiumatomen. Die werden heruntergekühlt auf wenige Mikrokelvin Temperatur, sodass sie sich ungefähr nur noch mit 1 Zentimeter pro Sekunde bewegen. Und dann wird diese Atomwolke mit Hilfe des Laserlichts beschleunigt auf 4 Meter pro Sekunde. Die Atome fliegen ungefähr 80 Zentimeter hoch, werden dabei immer langsamer und fallen wieder herunter wie in einer Wasserfontäne. Auf dieser Höhe befindet sich der Mikrowellenresonator, in dem die Atome mit Mikrowellen bestrahlt werden. Und auf diesem Niveau wird dann über die Fluoreszenz, das heißt über die Anregung der Atome mit Laserlicht und über das Licht, was die Atome dann ausstrahlen, festgestellt, ob die Atome ihren Übergang gewechselt haben. Dann brauchen wir dazu einen recht großen optischen Tisch, der ungefähr eine Fläche hat von vielleicht 4, 5 Quadratmetern und noch mehrere Schränke vollgepackt mit Elektronik und 2 Computer, nicht zu vergessen.
es ist nach wie vor die Herausforderung, diesem Ideal der Sekunde möglichst nahe zu kommen. Wir wollen eine Uhr bauen, die möglichst die Sekunde entsprechend der Definition realisiert. Und da gibt es eben, wie gesagt, noch sehr, sehr kleine Effekte, die wir immer noch versuchen zu verbessern, zu verstehen. Und das ist ein permanenter Reiz, da das Ultimative herauszuholen. Es gibt vielleicht eine freundliche Konkurrenz. Jeder möchte sein Projekt in diesem Sinne der Genauigkeit eben wirklich ausreizen. Aber wir arbeiten sehr eng zusammen, weil das die Sache einfach auch erfordert. Jeder möchte natürlich, wie gesagt, das Beste aus seiner Uhr herausholen. Für mich ist Zeit erstmal etwas, auf das der Mensch keinen Einfluss hat. Die Zeit vergeht für sich. Wir können eigentlich keinen Einfluss darauf nehmen. Und ansonsten, wir haben auch keine Organe, keine Sinne, um das wahrzunehmen, wirklich. Und als solches nehme ich sie so hin, wie sie ist. Was wir versuchen zu machen mit unseren Atomuhren, ist Zeit möglichst genau zu messen. Wir ergründen also nicht das Wesen der Zeit, sondern wir versuchen einfach, Zeit möglichst genau zu messen, Apparaturen bereitzustellen, die Zeitintervalle möglichst genau messen können.